Hallo Leute und willkommen mal wieder zurück hier bei Star Wars The Old Republic. Ich dachte mir, ich nehme jetzt nochmal einen höheren Raumkampf für euch auf. Und ja, würde sagen, wir machen das Ganze jetzt einfach mal. Zupdiwupp. Sitze hier wieder in meinem schönen Schiff. Übrigens, mittlerweile habe ich das Dunkel Level 4 erreicht. Dementsprechend hat sich meine Gesichtsfarbe markant geändert. Also ich war eigentlich mal rot. Mittlerweile habe ich auch schon so dunkle Adern, die am Hals hervorkommen. Sieht man jetzt hier nicht so schön. Aber vielleicht sehen wir es später nochmal. Oder wenn wir nochmal ein Video oder sowas haben, also so eine Videosequenz. Schauen wir einfach mal. Ja, dann habe ich hier im entfernten Outer Rim, glaube sogar einen Weltraumeinsatz. Ja, hier hinten ist er. Ja, wir müssen ein bisschen was zerstören. Ich habe die selber auch noch nicht geflogen und würde sagen, fangen wir einfach mal an. Bin auch schon ganz aus der Übung. Unser Raumschiff ist ja mittlerweile schon ein bisschen besser ausgestattet. Okay. Hier fliegt auch schon ziemlich viel Müll rum. Das sind unsere, das nicht. Ich baller einfach auf alles, weil das war ich sowieso am liebsten. Okay, Raumjäger müssen wir zerstören. Okay. Zerstöre die Geschütze der Station. Das, denke ich, bekommen wir hin. Zerstören die Antennen. Okay, alles von der Station zerballern. Hab ihn! Jeha! Wuhu! Ein mächtiges Rumgeballerer. Das sieht mir aus wie die Station. Legen wir mal los. Ich habe auch mittlerweile mehr Raketen. Sollte das Ganze auch ein bisschen einfacher machen. Sollte nicht wieder gegen irgendwelchen Weltraumschrott fliegen. Knapp. Plop, plop, plop. Ist auch der Tipp, dass die Raketen hilfreich sein könnten. Also geht auch ohne, da ich mittlerweile auch einen besseren Blaster habe. Der Steuerknüppel ist locker. Aber ich mag Raketen. Aber das wisst ihr ja. Hab ihn. Feinde, Feinde. Schildgenerator. Übrigens, wenn man die rechte Maustaste länger gedrückt hält, kann man auch verstärkte Raketen abballern. Also das sind dann irgendwie auch so Thermaldo-Detonatoren. Oder sowas in die Richtung. Alles im grünen Bereich. So, anscheinend habe ich immer noch nicht alles kaputt bekommen. Hab ihn. Tja,
Raumjäger habe ich gleich, okay. Übrigens, sehr schöner Planet. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, ich habe mittlerweile ein paar mehr Raketen. Dafür musste ich unbedingt sorgen. Kaboom! Okay, das war geil. Ich glaube, mir wird schlecht. Tja, bei meinem Flugstil würde mir auch schlecht werden, Baby. So, die Bonusmission haben wir schon mal. Oh ja, wir haben es schon geschafft. Also war jetzt gar nicht so schwierig. Wir haben noch massig Raketen. Und ich habe es mal geschafft, mein Raumschiff halbwegs heil zu lassen. Habt ihr bei den letzten Malen schon gesehen, dass ich irgendwie mein schönes Bügeleisen jedes Mal zerschossen habe? Ich zerstöre noch ein bisschen mehr. Ja, okay, wir haben ja jetzt noch über eine Minute Zeit. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein bisschen langsamer geflogen. Kaboom! Der andere ist auch noch mitten reingebrettert. Okay, 27 Sekunden. Reich ist also vorbei. Alles schick EP hier. Also ist auf jeden Fall zum normalen Questen eine super Abwechslung hier. Und es sieht auch einfach schick aus. Also ich finde die Planeten und so, das ist schon echt super gemacht. Und ihr seht, boah, 17.000 Erfahrungspunkte fast. Die nehmen wir gerne. Ich kann ja mal gucken, vielleicht habe ich noch einen Weltraumeinsatz und Flottenauszeichnung. Okay. Ja, die nehmen wir auch mal mit, auf jeden Fall. Zack. Ich schaue mal gerade in meinem Missionscomputer nach. Beziehungsweise, ich habe ja hier im Missionslog auch noch Operation Ewiges Reich. Okay, da muss ich die andere noch fliegen. Tastbahnhinterhalt, die kennen wir aber, glaube ich, schon. Muss ich mir nochmal angucken. Wo war die? Schauen wir mal, ob das hier war. Netzperon, die haben wir auch schon geflogen. Schauen wir hier noch. Da ist sie nicht, da ist sie nicht. Ja. Bin ich blöd? Ich glaube, ich bin blöd, ja. Tastbahnhinterhalt, da ist es. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon gemacht haben, aber wir fliegen die jetzt einfach auch nochmal. Dann gucke ich mal. Also angeblich kommen später noch richtig, richtig interessante Raumkämpfe. Ich glaube, die hatten wir auch schon. Egal. Wir fliegen es einfach nochmal. Nee, kommt auf jeden Fall einiges auf mich zu.
Auch wenn ihr, wie gesagt, das Ding hier vielleicht schon kennt. Kontakte! Und was für welche? Hab ihn! Angeber! So, zerlegen wir das große Ding hier doch. Nieder mit dir! Schilder auf maximaler Stufe halten. Okay. Okay, ich habe noch 50 Raketen. Feuer! Yippie, aye. Nicht vorfliegen, danke. Ruhig halten. Was für ein Schuss. Tja, Baby, siehst du mal. Nieder mit euch! Hoffen wir das Beste. Nö, 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 nö. Eine Raumschlacht, die ist lustig. Eine Raumschlacht, die ist toll. Also, ich hab schon gesehen, ihr habt da teilweise gesagt, es wäre irgendwie Minuspunkte, aber ich kann euch echt sagen, es macht super viel Spaß eigentlich. Obwohl es so simpel aussieht. Aber ihr seht gerade, uns so zu eskortierende Dingens da wird ganz schön zermöbelt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch durchhalten. Okay, ich muss ein bisschen mehr raushauen. Ich versuche schon wirklich alles kurz und klein zu prügeln. 20 Sekunden noch. Oh, scheiße. Das Ding ballert irgendwie immer noch. Oh, das wird sehr knapp. Oh. Ich glaube, gerade so geschafft. Ihr seht, zum Glück ist das vorbei. Es kann ganz schön nach hinten losgehen. Der Steuerknüppel ist locker. So. Oh, 15.860 Erfahrungspunkte nenne ich im Wort. So, ja, also ihr seht, es kann auch ein bisschen heftiger werden und es macht wirklich Spaß, auch wenn es ein bisschen langweilig aussehen mag. Also mir macht es Spaß, es ist wirklich eine gelungene Abwechslung. Ich finde das Spiel bislang eh sehr gelungen. Es basiert halt einfach nochmal auf einer Grundsäule mehr als andere MMOs, weil die Story hier ist auch super geil. Und deswegen, also ich kann euch das nur weiterempfehlen. Und ja, ich schau mal, was demnächst noch für Raumschlachten kommen. Wenn ich das Schiff das nächste Mal neu ausstatte, muss ich mal gucken. Das geht, glaube ich, schon ab dem nächsten Level. Und ansonsten kommen ab Level 40 noch einige tolle Sachen dazu. Und dann werden wir uns auf jeden Fall nochmal die eine oder andere Raumschlacht anschauen. Und dann sage ich erstmal, bis später, Leute. Ciao, ciao.